Es wird warm. Wir machen das warme Ding draußen an. Wir sagen den Grill. Was hast du da? Sehr viel Salat, den du wieder sauber machen musst. Ja, vor allem musst du vorher, bevor du grillst, musst du ja wieder den Rost, ich mache es leider Gottes immer nicht danach, musst du vorher den Rost sauber machen. Wie kriegt man den ganz leicht sauber und wie zum Beispiel auch die Kohle ohne Grillanzünder an? Gibt es wieder Tricks? Es gibt Tricks. In diesem Fall funktionieren die wirklich. Uns können sie vertrauen. Chips statt Spiritus oder Temperaturmessen mit der Mississippi-Methode. Mississippi, Mississippi. Oh ja. Und den Rost ganz einfach schrubben, dank zweier Hausmittel. Ja, laut Internet sollen diese Tricks funktionieren. Also eins kann ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Es ist auf jeden Fall ein Tipp dabei, den Sie noch nicht kennen. Na dann ran an den Rost und Kohle rein. Reporter Marcel Mühlmeister versucht die Holzkohle mit ganz normalen Kartoffelchips zu entzünden. Also die Chips natürlich nicht einfach so im Grill verteilen. Man muss da schon so eine kleine Basis für schaffen. Deswegen packen wir die jetzt einfach in die Mitte, machen so ein bisschen zu. Zack, zack, zack. Ja, und anzünden. Klappt gut wegen des hohen Fettgehalts der Chips. Ja, also es lodert, es knistert. Huch, man muss noch ein bisschen Kohle drüber legen. Aber erstmal bin ich überrascht. Vor allem, es riecht relativ angenehm. Funktioniert. Aber sollten schon alle Chips aufgegessen sein? Kein Problem. Mit einem leeren Eierkarton soll der Grill ebenfalls angehen. Einfach Kohle rein, zuklappen, leicht bedecken und anzünden. Also hat gut Hitze. Also die Chips haben mich ein bisschen mehr überzeugt, weil der braucht ein bisschen länger und das riecht wirklich nicht schön. Aber auch hier der Pappkarton oder der Eierkarton funktioniert. Jetzt müssen die Kohlen nur noch durchglühen. Damit wir am Ende auch die richtige Temperatur zum Grillen erwischen, gibt es aus dem Internet den Tipp mit der Mississippi-Methode. Mississippi, Mississippi, Mississippi. Ah, oh, ist das heiß. Ja, das war die Mississippi-Methode. 3 bis 4 Mal heißt, 200 bis 300 Grad ist der Grill heiß. Und wenn man das 8 Mal sagen kann, dann ist er 120 Grad heiß in etwa. Der hat eine schöne Betriebstemperatur. Nicht die zuverlässigste Methode, aber sie klappt. 200 Grad, perfekte Steak-Temperatur. Neben Fleisch grillt jeder 10. Bundesbürger auch gern Fisch. Der darf natürlich auch an keinem Grillabend fehlen, der Fisch. Und damit der nicht mehr anbackt auf dem Grill, gibt es einen ganz einfachen Hack aus dem Internet. Wirklich ganz einfach. Es braucht nur den gewünschten Fisch und ein paar Zitronen und Orangen. So, die legen wir jetzt einfach nur unter den Fisch und dann dürfte der eigentlich nicht anbacken. Und vor allem aromatisch nach Zitrusfrucht schmecken. Also zuerst die Zitrusscheiben und dann den Fisch obendrauf. Der wird jetzt durch die indirekte Hitze gegart. So, der löst sich wunderbar. Es riecht auch sehr, sehr lecker nach Zitrone. So, zack. Die Seite sieht ein bisschen angebrannt aus, da wo halt keine Zitrone war. Aber sonst ein sehr, sehr leckerer Fisch. Ich werde natürlich auch probieren und gucken, wie der Fisch schmeckt. Durch ist er. Sehr zitronig, säuerlich durch die Zitrusfrüchte und nicht angebacken. Mir schmeckt's. Das ist die Hauptsache. Doch nach dem Grillen bleibt das nervige Saubermachen. Es sieht echt eklig aus. Also es war lecker, aber keiner hat Lust zu schrubben. Da gibt's 2 Haushaltsmittel, die helfen. Apfelessig und Zucker. Einfach 200 ml Apfelessig mit 5 Teelöffeln Zucker verrühren, bis sich der Zucker auflöst. Und jetzt ganz wichtig, das Gemisch auf den noch heißen Rost geben. Boah, das riecht echt nicht lecker. Das Ganze einwirken lassen, bis der Grill kalt ist. Und danach für etwa 1 Minute mit der Drahtbürste schrubben. Ja, wie neu wird er wahrscheinlich eh nie wieder aussehen, aber für den nächsten Grillabend reicht's. Und deshalb würde ich sagen, die Tipps waren nützlich und jetzt sind Sie dran.